Hallöchen und willkommen hier zu einer neuen Folge Far Cry Primal. Und ich bin hier immer noch in der Dengu-Höhle, oder Dangu-Höhle, oder wie sie heißt. Beim letzten Mal habe ich ja hier vergessen, diese Daisha-Hände einsammeln. Ich habe sie nicht gefunden. Eine ist im See unten, habe ich schon gesehen, die werde ich mal eben holen. Aber die andere, weiß ich nicht, ob die noch in der Höhle ist. Das sieht zumindest so aus, weil die Anzeige hier nämlich steht, Daisha-Hand gefunden, 0 von 1. Also ich denke mal, ich muss da nochmal rein. Und das werden wir gleich mal in Angriff nehmen. Aber erstmal gehen wir eine Runde schwimmen. Mal gucken hier so bei Nacht und Nebel. Hier irgendwas Garstiges drin rumturnt. Nee, gerade nicht. Mal gehen wir ganz kurz die Hand suchen. So, sehr schön. Wir können auch gleich noch ein Upgrade herstellen für die Waffen oder was auch immer, sehe ich gerade unten rechts. Schaue ich gleich mal nach. Aber erstmal die Hand. So, und da oben ist auf jeden Fall irgendwo die Hand zu sehen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die irgendwo hier in dem Felsen rumklebt oder direkt in der Höhle drin. Und das sieht irgendwie so aus, als wenn die direkt da oben bei dem Baumstamm wäre, also dort an der Stelle. Da leuchtet irgendwas. Bin mir nicht so ganz sicher, was das sein soll. Also, ob ich da irgendwie hochkomme. Muss ich mal schauen. Also von links rüber komme ich wahrscheinlich nicht. Eher von... Man sieht das so schlecht. Ja, ich denke mal, ich muss in die Höhle rein und dort entsprechend nochmal suchen gehen. Aber erstmal gucken wir hier beim Handwerksmenü. Was haben wir denn hier? Wir können hier aufrüsten. Jägergürtel. Mehr Fallen und Stachelbomben bei mir tragen. Sehr schön, nehmen wir gleich mal mit. Ja, und die Geräuschkulisse nachts ist immer wieder faszinierend. Ich finde es echt cool gemacht. Gerade die ganzen garstigen Viecher, die rumrennen. Da kann einem schon Angst und Bange werden. Hallo, Wolf. So, okay. Gehen wir mal schauen. Einmal hier durchhauen, das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon gemacht. Bin mir nicht so ganz sicher, ob ich hier irgendwie einen Weg übersehen habe, was aber durchaus möglich ist, denn wir müssen irgendwo so ein bisschen links rüber. Also hier so irgendwo. Von da oben bin ich auch schon mal gekommen, das weiß ich. Wir gucken mal, wird schon irgendwie schief gehen. Kann durchaus auch sein, dass ich irgendwie im Wasser durchtauchen muss an irgendeiner Stelle oder sowas. Könnte ich mir gut vorstellen. Sehr schön. So, hier geht es auf jeden Fall weiter nach oben. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal tatsächlich nicht gesehen, das Ding. Also es kommt mir jetzt aktuell nicht bekannt vor. Oder? Ach doch, da drüben war ich auch schon. Alles klar. Ach so, genau. Da an der Stelle war die Höhlenmalerei, die wir beim letzten Mal entdeckt hatten. Da oben. Mal gucken, ob ich da hochkomme. Okay, ist auch nur der gleiche Bereich. Ja, ich denke mal, dass ich irgendwo wirklich durchs Wasser durch muss. Ich gleich mal schauen, einfach mal runterhüpfen und dann kann man ein bisschen rumtauchen. Denn auf jeden Fall, man sieht es ja unten an der Karte, dass die Beutel dort an der Stelle halt unter mir sind. Das Schlimme ist nur an der ganzen Sache, ich kann hier unter Wasser gerade so gar nichts sehen. Also es ist echt arschfinster in der Höhle. Und ich bin mir nicht sicher, ob das hier tatsächlich zielführend ist. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil man sieht hier ohnehin nichts. Also wenn man nicht durch Zufall mal in die
ja, Höhle reintaucht, die man, die hier vielleicht sein könnte, wird man hier nichts sehen, denn hier ist finstere Schwärze. Nee, ich glaube, hier unten ist tatsächlich nichts zu sehen. Ich würde mal sagen, dann gucke ich mal oben nochmal direkt in der Höhle, ob ich da noch irgendwas finde. Ich markiere das mal eben. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch 70 Fuß nach oben. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist natürlich auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier irgendwie tatsächlich noch hochkomme oder es wirklich ein Weg von außen ist. Irgendwie, wahrscheinlich habe ich einfach irgendwas übersehen. Hier ist das Wasser, da geht es aber auch nicht weiter. Da drüben war ich schon, das hatte ich schon mal angezündet. Also sehe jetzt spontan erstmal keinen Weg, der mir hier irgendwie helfen würde. Auch oben ist nichts zu sehen, also vielleicht doch tatsächlich von oben irgendwie ran an das Ding. Dann gleich mal gucken. Nee, ich glaube, hier drin ist tatsächlich nichts zu sehen. Ja. 48 Fuß. Ich meine, das ist jetzt nicht so weit weg, aber das Problem an der ganzen Sache ist ja, ohne entsprechenden Weg hoch. Ja gut, versuchen wir unser Glück, indem wir einfach hier oben links rumgehen an der Bergflanke lang, sollte ja auch nicht das Problem sein. Das ist halt die Frage, ich muss wahrscheinlich noch weiter hoch. Das sind 119 Fuß. Na, wir kommen der Sache auf der Ebene hier offen, glaube ich, schon ein bisschen näher. Zumindest sieht es gar nicht so schlecht aus. Ist natürlich die Frage, ob ich jetzt über den kleinen Hügel hier rüberkomme. Wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Soll es doch noch anders sein. So. Da hoch muss ich. Also ich glaube tatsächlich wirklich, dass man von oben irgendwie ran muss. Man könnte ja sagen, okay, ignoriert man erstmal und kommt dann später wieder. Aber das Problem ist halt einfach nur so eine Deicherhand mal eben liegen lassen. Ungern. So, wieder die Äffchen. Die können wir erstmal ignorieren. Südstein. Tatsächlich mal einen Südstein gefunden. Wahnsinn. Dass ich das dann erlebe. Okay, einmal hier rüber, bitte. Na, hier wird es wahrscheinlich auch nicht hochgehen, oder? Na, doch, hier geht's hoch. Sehr schön. Aber die Frage ist jetzt... Oh nein, 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 gar nicht gut. Ja, hier kommt man auf alle Fälle auch nicht rüber. 34 Fuß da hoch. Wie zum Henker kommt man da hin? Also hier bin ich gerade runtergefallen. Wir gucken uns das Ganze mal aus der Luft an, würde ich sagen. Einfach mal kurz mit der Eule ein bisschen rumschauen. Vielleicht sehe ich hier irgendwo einen Eingang. Oh. Erstmal die Eule gegen die Wand geflogen. Sehr schön. Das Problem ist halt einfach nur gerade ziemlich neblig. Also da kennt man ohnehin nicht so viel. Also hier ist der Baumstamm. Da muss ich irgendwie hoch. Die Frage ist, wie zum Henker kommt man hoch? Also hier ist ein... Hier ist so ein Enterhaken-Ding. Weil die Frage ist, wie komme ich da ran? Weil hier ist nämlich ein extra Eingang. Und hier ist auch die Hand hier oben, man sieht es. Wie zum Henker kommt man da ran? Eine sehr gute Frage. Und vor allem...
Eine noch bessere Frage ist, wie komme ich wieder runter, ohne zu sterben? Denn irgendwie hänge ich hier gerade ziemlich fest. Hier vielleicht runtermogeln. Oh mein Gott, aua. Ich habe auch irgendwie nicht so das Gefühl, dass man von der anderen Seite irgendwie ran könnte. Also das sieht auch nicht besser aus. Also ich weiß auch nicht, wie hoch man das Seil werfen kann. Ich glaube ehrlich gesagt nicht so hoch, denn das ist außer Reichweite. Oh Moment, warte mal, haben wir einen Weg vielleicht rein? Nee, sah nur so aus, schade. Schau mal hier, ist allerdings auch keine Höhle im Wasser. Wie zum Henker kommt man zu dieser Hand da hoch? Verstehe ich gerade nicht. Na, vor allem kannst du halt hier im Wasser auch nicht irgendwie ein Seil hochwerfen. Das geht ja nicht, man hat ja gar keine Möglichkeit. Aber es kann durchaus sein, dass man halt wirklich einfach aus der Höhle heraus dorthin kommt. Na egal, ich würde sagen, ich gehe trotzdem erstmal weiter, bevor ich jetzt hier 5 Millionen Stunden rumsuche und nichts finde. Kann ich mal eine ruhige Minute machen oder sowas. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ja, das ist hier ein bisschen ärgerlich hier unten. Huch, eine Schlange. Hab ich gerade voll übersehen. Ist auch immer geil, dass man die Schlange nicht so wirklich trifft. Vielleicht gibt es ja tatsächlich auch irgendwo einen anderen Höhleneingang. Ich meine, da gab es ja noch diese Blutfanghöhle in der Nähe. Vielleicht kommt man dadurch irgendwie zu dem Wegpunkt da oben. Was auch mir schön ist, wahrscheinlich nur Schiefer, oder? Ja, schade. Okay, wir haben auf jeden Fall einen neuen Ort entdeckt. Allerdings ist hier auch schon wieder... Sieht nicht gut aus. Die Udam waren ja auch schon unterwegs. Alle tot. Ja, sieht ziemlich blutrünstig aus. Naja. Der leckt sich gerade mal eben die Pfoten. Ja, sehr schön. Wollen wir denn hier noch... Ach, hier ist die Tüte. Nehmen wir ganz kurz mit. Wollnashornhaut. Ja, Wollnashörner kann ich tatsächlich jetzt mit dem Säbelzahntiger auch ganz gut jagen. Ich habe das vorhin schon mal gemacht. Ganz kurz vor der Aufnahme. Und hat ganz gut funktioniert. Der leistet echt gute Arbeit. Hier drüben ist auch noch eine Höhlenmalerei und noch eine Deischerhand. Ich hoffe mal, dass ich da vielleicht ein bisschen besser rankomme. Irgendwie ist es ein bisschen merkwürdig, also... Oh, Südsternstaub, sehr schön. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn der Säbelzahntiger angegriffen wird, man hat es ja gerade gesehen, dass er sich nicht wehrt. Das wundert mich ein bisschen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also, ob das extra so programmiert wurde oder ob das... Ja, ist gut, hier ist irgendwo schon wieder so ein... Aua. So, was sagt denn die Karte? Also hier haben auf jeden Fall nochmal Beißfische drin. Gucken, ob wir irgendwo einen sehen. Da unten ist einer. Oder? Nee, das ist keiner. Das ist einfach nur... Hier ist ein... Nee. Also die Beißfische scheinen tatsächlich etwas seltener zu sein. Habe jetzt noch nicht so wirklich viele gefunden. Das hier unten war ja auch nur irgendwie ein Stein oder in der Richtung, was ich gesehen habe.
Okay, dann gehen wir gleich direkt zum nächsten Gebiet und hier rennt schon wieder irgendwo ein Jaguar rum. Ich hab's gehört. Er faucht mich gerade an. Die Frage ist nur, wo er gerade rumspringt. Oh, da vorne gibt es ganz viele Nashörner. Da kann man uns mal gleich eins einverleiben. Ich finde das echt faszinierend, wie die Säbelzahntiger da drauf rumspringen. Okay, sehr schön. Kann man gleich mal wieder hier was aufrüsten im Inventar. Schauen wir ganz kurz. Fähigkeitenpunkt habe ich jetzt erst 2, das reicht noch nicht. Ansonsten, was können wir hier bauen? Sperrgürtel. Wir können jetzt 6 Sperre bei uns tragen. Sehr schön, damit hätte das Maximum erreicht. Richtig cool. So, hier oben haben wir noch Südsteinstaub. Sehr schön. Also jetzt finden wir tatsächlich einige Sachen, die wir tatsächlich brauchen. Allerdings Südsteine hätte ich gerne ein paar mehr. Und vor allem Südahorn habe ich jetzt so gut wie noch gar nichts gefunden. Wundert mich ein bisschen. Wir gehen mal hier hoch direkt zum Feuer. Mal gucken, was wir da Schönes finden. Da ist auch ein Nashorn. Sehen wir gleich noch mit. So, habe ich dir jetzt schon gehäutet? Irgendwie... Ah, jetzt hier, alles klar. Gerade die Anzeige fehlt, ich dachte schon, hätte es schon gehäutet, aber dem ist nicht so. So, was haben wir hier Schönes? Südstein, sehr schön. Bleib stehen, elendiges Nashorn. Gibt's ja nicht, ey, die sind so schnell. Ja, wenn der Säbelzahntiger erstmal dran klebt, dann hat's keine Chance mehr. Dann ist es relativ schnell Geschichte. Hallo? Bewegt sich einfach noch. Ich brauche auf jeden Fall wieder neues Holz. Ich habe gerade festgestellt, ich habe nicht mehr wirklich viel. Ja, gerade wenn man die ganze Zeit irgendwie Sperre verbraucht, dann ist natürlich logisch, dass das Holz relativ schnell ist. Vorne haben wir noch mehr Nashörner. Ich hoffe mal, die lassen mich in Ruhe, denn es kann halt auch durchaus sein, dass sie mich angreifen. Also quasi. Au! So, ich mal ganz kurz meinen Säbelzahntiger wiederholen, denn irgendwie... Puh, Hossa die Waldfee. Also, ne, so ein Wollnashorn im Nahkampf ist schon nicht so einfach. Ja, was es mit diesen Fallen auf sich hat, weiß ich immer noch nicht. Also habe ich noch nicht rausgefunden. Ist ein bisschen merkwürdig, wenn man diese Fallen aufbauen kann.
Sehr schön, hätten wir noch ein neues Totem hier freigeschaltet sozusagen. Dann schauen wir ganz kurz, wir können hier was Neues herstellen. Was haben wir denn hier? Bogen, oh, sehr schön. Oh ja, sehr schön. Man kann also jetzt auf jeden Fall besser oder schneller feuern. Ist gar nicht so verkehrt. Kann man gut gebrauchen, gerade wenn mehrere Gegner ankommen. War es bisher mal ein bisschen das Problem, dass man einfach nicht schnell genug feuern konnte. Na gut, bevor ich jetzt hier weiter renne und hier unten in die Höhle reinrenne, mache ich erstmal ein Päuschen. Heute ein bisschen früher als sonst. Ich habe da ein bisschen was vor. Deswegen sehen wir uns dann morgen wieder hier bei der neuen Folge. Und bis dann, einen schönen Tag. Wir sehen uns. Ciao.